Moin Moin und willkommen zu einem weiteren Video des Let's Plays zu Contraband Police. Meine Lieben, wir steigen natürlich jetzt wieder umgehend hier rein. Der nächste Tag hat noch nicht offiziell begonnen. Das machen wir jetzt natürlich erstmal wieder gemeinsam. Ja. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir jetzt irgendwas Neues hier bekommen. Wir sind ja weiterhin noch im 7. Kapitel, müsste es sein. Es herrscht weiterhin Krieg, ja. Nicht in unserem Land, sondern beispielsweise in Al-Barak. Und ja, vor uns liegt ein weiterer wunderbarer Tag in Akaristan. Das sagt uns nochmal der Kollege. Worauf ich aber noch hinaus wollte, ist ja für die, die das letzte Video vielleicht nicht gesehen haben sollten. Ja, ich hole zumindest die Leute nochmal ganz kurz ab. Wir haben ja jetzt die Einreisebestimmung, dass wir nur noch Leute aus Al-Barak jetzt hier reinlassen dürfen, die auch ja, entsprechend den Vermerk Asyl eben in ihrer Einreise dann auch haben. Alle anderen dürften erstmal nicht rein, abgesehen natürlich von unseren Landsleuten. Ja, so habe ich das zumindest beim letzten beiden Mal, weil wir jetzt schon zwei Tage jetzt neulich verbracht, sage ich mal. So habe ich es zumindest verstanden. Wir haben jetzt aber offensichtlich auch hier neue Post bekommen. Das können wir jetzt ganz kurz mal checken. An den Hauptmann der Grenztruppen in Karikatka. Das sind wir hoffentlich, keine Ahnung. Wegen deiner Entscheidungen wurden meine Kinder in einem Fremdland völlig allein gelassen. Ich habe meiner Frau vor ihrem Tod versprochen, dass ich mich um sie kümmern würde. Aber du hast mir die Chance genommen, du hast kein Herz. Ich hoffe, dass dir eines Tages eine ähnliche Tragödie widerfährt. Sagen wir mal so, also ich sehe zumindest zu, dass ich meine korrekten Unterlagen dabei habe. Ja, so, und dann sollte ich normalerweise keine Probleme bekommen, irgendwo einzureisen. Ja, mein Lieber. So. Na, ich denke mal, damit ist das Thema dann auch durch. Ja. Es tut mir wirklich sehr leid für den Vater, dass er eben nicht zu seinen Kindern konnte. Aber ich sage jetzt immer wieder, Leute, Regeln sind Regeln. Ja. So, einen wunderschönen. Ja, du bist auch nicht so ganz gesprächig heute, ne? Hast ja keinen Bock drauf, Buddy. Na? Da frage ich doch, was ist denn los? Wichtiger Anruf. Ja. Gut. Der Tag fängt schon mal gut an. Kann ich denn hier den Kollegen nochmal kurz hier jetzt checken, oder? Wir haben ja auf jeden Fall 5 Minuten Zeit. Also das... Guten Morgen. Ja. Ja. Ich gehe da nicht mehr drauf ein, Leute. Ne? Ich gehe da einfach nicht mehr drauf ein. Die einzige Sorge, die haben. So, erstmal fehlende Stoßstange. So, das ist mir jetzt gerade mal aufgefallen. Wo ich es vergesse. So, aber jetzt können wir noch mal ganz kurz den Rest noch checken. Hier, ihr könnt es ja auch schon sehen, ne? Also jetzt hier links unten Einreisegrund Transit. Ist halt leider auch nicht das, womit er hier rein kann. So, Al-Barak. Checken das mal eben kurz gegen. Was? Nein. Hier. Und ich jetzt das auch nochmal checken? Ja. Gut. Grasduk, Auto stimmt auf jeden Fall. So, Nummernschild ist hier vorne keins dran, weil eben ja auch dann Stoßstange da so fehlt, ne? KTY9544AM. Gut. Achso, habe ich gerade eben schon gedrückt. Ah, passt auch. So, dann machen wir eben kurz das hier nochmal. Wie lange man warten muss, um reinzukommen, Kollege. Also ich will ja jetzt irgendwie nicht die Stimmung versauen, ne? Aber du kommst schon mal safe gar nicht hier rein. Mir geht es jetzt nur darum, ob ich eine perfekte Inspektion hier gleich hinlege und dafür vielleicht halt auch nochmal ordentlich Kohle kassiere. So, müssen jetzt alles gezählt haben. Und der Kollege kann das schon mal wieder einräumen. Ja. Möchte ich ja ungern beim Rauchen stören. Ja? Werter Genosse. Aber müsste es vielleicht mal aktiv werden. So. Düngemittel 8, Seife 2, Toilette 1. Das passt. Habe ich denn jetzt den Namen? Also Wadi Yilmaz. Wadi Yilmaz. So, passen. Nee, Quatsch. Hier. Passnummer ist okay.
Auto ist auch okay. So, Stoßstange habe ich gesagt. Spiegel, sage ich hier. Scheinwerfer. Jetzt frage ich mich wieder, ist auf der Seite einer dran? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe das im letzten Mal schon mal gehabt und dann war es dann falsch, als ich es angekreuzt hatte. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier noch einmal gesprungener Scheinwerfer. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Ja. So. Aber, mein Lieber, wie schon gesagt, ne? Heute wird das leider nichts. Mit den Schuhen auf keinen Fall, mein Freund. Mit den Schuhen kommst du hier nicht rein. Ah. Alter Türsteherspruch. So, bis, gucken wir mal, was jetzt hier noch abgeht. Unaufhaltsam. Das ist die Aufgabe. Jetzt kann ich nicht mehr. Achso, ich kann trotzdem doch noch checken. Autoscheiben zerbrochen zweimal. Ach Mist. Schade. Wieder mal nicht aufgepasst. Ah, ich sag's ja immer wieder, Leute, so wird das nichts mit meiner Karriere beim Zoll. So wird das nichts. Ja, wir müssen zum Arbeitslager. Ich hab gerade irgendwie davon geschmissen. Oh. Hoppala. Ja. Ein Glück, dass wir angeschnallt waren, Leute. Jedenfalls, wo bin ich stehen geblieben? Oder wo war ich stehen geblieben? Genau, die gute Frau am Telefon sagte, dass sie jetzt nichts sagen kann, weil wir wohl abgehört werden. Von wem wohl? Hä? Sind es die Chinesen vielleicht? Den traue ich alles zu. Und wir sollten eine Waffe mitnehmen, also... Ja. Es könnte also gleich wieder laut werden. So, was ist denn jetzt hier, was ist denn jetzt hier Thematik, Leute? So, Servus, Servus, Grüezi, Unhallo. So, wir nehmen jetzt hier mal alles einfach mit hier. Guck mal da, wenn es hier schon so schön liegt. Ist hier mit dem Messer... Backen Zigaretten, ja, wir sind ja nicht Raucher, ne? So. Sekunde, jetzt will ich gerade mal schauen, dass wir eben mal die Waffe. Ist das, ach, das ist das Gewehr, ne? Glaube ja. Oder? Ja, das ist es schon. Okay. So. Sergeant Borkov. Ich wollte dich eigentlich kontaktieren. Was ist das? Хочете на шефі в'яду, його брать вичитає освободничкану. Это можности лишь на чедоместі. Гурка, ми мадри багріштает бедлок. Вичта позору ордінего перевозка, аж ви брать у эту машину. Заклутник, естьо, инсидия, аж магазин. Это ви, пошло аж кладовка. Ми мадри готов аж всем. Ага. Schau mal einer an. Das heißt... Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, also die haben ja jetzt den Oberankov, der Chef der Oberankov-Bande, ja, der gleichnamigen, wenn man so möchte. Und sie gehen ja jetzt davon aus, dass sie beobachtet werden, also die anderen Gangmitglieder, deswegen davon ausgehen, dass, ja... was? Ja. Jedenfalls... Gehen die davon aus, dass natürlich seine Kollegen aus der Bande ihn natürlich versuchen wollen, irgendwie da rauszuholen. So. Ja. Das war schon mal nichts. Genau, einfach direkt durch die Scheibe, oder? Ja, okay, gut, dann schieß mir einfach die Tür weg. Ist mir auch recht. So. Okay, oben sehen wir den Balken von unserem Fahrzeug, ne? Also wenn der gegen Null geht, dann haben wir ein Problem. Hä?
da. Ich halt einfach mal drauf hier. Auch wieder maximal realistisch, ne? Von so ein paar Schüssen, ja, für die ganze Karre explodiert. Mich eigentlich gerne mal den Fahrer als erstes hier umnieten. Da. Dann hat nämlich der Kollege da oben drauf. Kleines Problem. Ist der jetzt aus der Karre geflogen? Ah, herrlich. Herrlich. Habt ihr das gesehen, wie der da aus der Karre fliegt? Ah, das sieht einfach ziemlich, ziemlich lustig aus, ey. Ich hoffe mal, dass wir gleich da sind, weil viel haben wir nicht mehr. Geh weg! Ach, super. So, Leute, wie gesagt, es wäre jetzt schön, wenn wir langsam mal ankommen. Denn viel hält die Karre nicht mehr aus hier. Und viel Munition habe ich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Wobei, ich habe ja noch eine andere Waffe. Oh. Also, wenn jetzt noch ein Fahrzeug kommt, dann haben wir echt ein Problem, Leute. Na gut, nach vorne hin kann ich eh nichts sehen. Ich weiß, dass wir gleich bei uns ankommen müssten, aber ich weiß nicht, wollen wir zu uns an den Posten oder wollen wir zur... Nein. Was jetzt? Muss ich raus, oder was? Marisu, odej ta liwniacz maszynu. Ili o żadnej tuczko nie tam. Oh, oh, da vorne steht wer. Suche die Konfrontation mit den Rebellen. Warum nicht? Baller die einfach um, oder? So. Wer bist du denn, Kollege? Ja, ich stehe doch vor dir. Zaklutnik eto wyprewozi jest joażny dla nasze wyrabojski ać krainka. Swobodni, Heno, a da chronio wasze spadte żywatko. Ja. Ja, Leute, wir bleiben natürlich unserer Linie treu. Also wir lehnen das Ganze jetzt erstmal freundlich ab. Ne? Und dann gucken wir mal, was passiert. Damit hätte man jetzt rechnen können, sage ich mal. Ah, achso, schaut mal. Während du den Gefangenen übergibst, nutzt du die Verwirrung und greifst nach deiner Waffe. Verrummelte Rebellen fallen durch Kugeln aus deiner Makarov verwundet auf den Asphalt. In der Ferne hörst du, wie Sergeant Borkov Verstärkung anfordert. Weil sowas kann an Verstärkung kommen, so ist das ja nicht, ne? Hey Leute, hier ist was los. Ja. Was aber jetzt mit dem Typen, mit dem Boss von der Bande, was mit dem jetzt ist, weiß man nicht, ne? Oder habe ich das jetzt irgendwie komplett irgendwie übersehen? Egal. So, erstmal hier schön mit dem Spaten begrüßen.
Guten Morgen. Können Sie bitte Ihre Papiere auf den Spaten legen? Vielen Dank. Macht er nicht, ne? Ja, einfach hier drauf. Einfach hier drauf. Pack den mal weg. So, dann haben wir nämlich die Hände frei. Dann können wir auch hier normal arbeiten. So, mein Lieber, guck mal hier. Guck doch mal eben hier ins Licht. Das ist das der? Das ist doch wer anderes. Komm. Foto. Erstmal ein Kreuzchen machen. Ne? So, dann schauen wir erstmal hier auf die Einreiseerlaubnis. Ihr seht hier unten Einreisegrund Asyl. Das ist schon mal ganz gut. Er hat ja auch hier, ne, Al-Barak Nationalität. So. Jetzt müssen wir erstmal schauen. Gut, wenn das Foto nicht passt, mich passt es jetzt erstmal nicht, kommt er auch so nicht rein. Und wenn die Passung mal stimmt, erst recht nicht. Ja. So, gut. Also schlecht für dich, ja. Gut für uns. So, was mache ich jetzt? Wo mache ich weiter? Können wir ganz kurz nochmal checken, was haben wir eigentlich hier? Frachtbrief und FPI. Ja, ist er nicht. Er hat ja auch keinen Frachtbrief dabei, daher fällt das schon mal durch. Ja. So, Mikros. Das sieht aber für mich nicht nach Mikros aus, Leute, ne? Das ist kein Mikros. Auf jeden Fall nicht. Das ist nämlich der hier, der kleine. Also, Fahrzeugtyp falsch. So, Kennzeichen. CAA 6424TI. 6424TI. Das passt. So, trotzdem erstmal hier, ne? Obligatorisch. Ihr kennt das ja. Ne, für den Fall, dass das ja irgendwie bei unseren Kollegen durchgegangen ist. Aber er hat wohl nichts dabei. Okay, dann checken wir erstmal das Gewicht. Ja, das passt. Dann machen wir weiter. Okay, das passt auch alles. Name. Ja, das hatten wir gecheckt. Haltbarkeit. Oh, das habe ich noch gar nicht gecheckt. 5. April. Was ist da los? Was ist da los? Ja. Kennzeichen stimmt, Fahrzeuggewicht, Stempel, bla bla bla, das stimmt. Denke ich, aktuelle Bestimmung würde passen prinzipiell. Er hat Asyl draufstehen. So. Hat das Auto hier eigentlich auch nochmal eine Stoßstange oder? Müsste ja eigentlich, oder? Ich denke mal ja. Hier eine Stoßstange. Also zur Not könnte man das ja immer noch mal hier irgendwie checken, oder? Ich glaube, da sehe ich etwas, was ja einer Stoßstange ähnelt. Hm. Wobei, er fährt ja gar nicht den Mikros. Was ist denn das eigentlich überhaupt? Das ist der Savet? Ach, der ist das. Aber auch der hat er da, es sieht auch, da muss eine Stoßstange eigentlich hin. Daher. So, Spiegel. Auf beiden Seiten nicht. Fehlende Spiegel, Scheinwerfer sind hinten gut. Vorne, hinten auch. Scheiben. Sehen auch noch ganz gut aus. Defekte Karosserie habe ich jetzt nicht erkannt. Ja, ich denke mal, wir sind durch. Hier, mein Lieber. Viel Erfolg beim nächsten Mal, ne? Ja. Lass den Kopf nicht hängen, mein Lieber. Lass den Kopf nicht hängen. Das Leben geht weiter. Ja. Nur halt nicht in unserem Land. Ja. So. Da vorne kommt doch ein Mikros. Perfekte Inspektion, Leute. So, da ist der Mikros. Frachtbrief FPI. Guten Morgen, der werte Herr. Ich komme ein bisschen tiefer, ne? Ja. Guten Tag. So. Wieder einmal die Papiere. Ja, das ist sowas von notwendig, mein Lieber. Nein, mein Lieber, wir sind hier sicher. Ja. Und wenn da irgendwer kommen sollte, mach dir keinen Kopf. Ich regel das schon alles, wie ich hier alles regel. Hm? So. Vielleicht solltest du aber eher mal Gedanken machen, wie du vielleicht hier noch reinkommst, aber das Thema ist jetzt sowieso vorbei. United Rally. Auch der, ne, ist ja schon für die Katz, ne?
So, Haltbarkeit, November 81, 16. Mai 81. So, Mikros passt. Gewicht passt auch ebenso. So, wir gucken, der hat die Karre einfach, komplett voll beladen. So, gib das Ding mal daher. Hätte ich eigentlich ja eben schon mitzählen können, jetzt machen wir es mal eben hier. So, 8 Mal, ne? So, Seife. Hast du noch vielleicht hier vorne Seife drin? Ah ja, hast du. Sehr gut. Dann hat er ja auch schon mal keinen falschen Frachtbrief, ne? Also dann passt das ja auch. Aber... Achso, Moment, warte mal. Ist das, ist denn quasi der Frachtbrief? Moment, Moment, Moment. Wo bin ich? Wie heiße ich? United Rally. Ist das hier verkehrt oder was? Nee. Ah. Ah. Okay. Gut. Ja, dann komm mal her, mein Freund. Steig doch mal bitte aus. Ja? Sei doch mal so gut. Irja. So, Tür machen wir zu. Du kommst jetzt erstmal ins Gefängnis. Sorry. Ja, servus. Oh, keine Sorge, ich habe einen Fluchtplan. Ah, da kommst du nicht weit mit, mein Lieber. Da kommst du nicht weit mit. Ah, da sind schon viele. Viele sind da schon gescheitert. Jetzt will ich auch noch mal eben kurz checken. Kann ich denn eigentlich hier die Tasche auch so mit dem Messer irgendwie... Ach, das geht auch auf. Kann ich aber auch nur tatsächlich mit dem Messer machen, ne? Also, dass man die vielleicht jetzt einfach aufmachen könnte. Das ist zu viel verlangt. Ah, schau mal da. Oh. Moment. Achso, ich kann hier Brecheisen nehmen. Warum ich das Brecheisen dafür nehmen muss, um das aufzumachen? Ich verstehe es nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da noch irgendwas in den Taschen da ist, aber... Gut, ich sehe zumindest erstmal kein Zeichen, also daher... Soll mir dann erstmal recht sein, das Ganze, ne? So, hier hatten wir ja was gesehen, oder wo war ich? Nee. Doch gerade eben hier, da. So, auch im Messer. Ich dachte jetzt, weil das quasi hier in dem, in der Felge ist, habe ich gedacht, dass man das jetzt irgendwie vielleicht nochmal mit Brecheisen machen muss. Aber auch da machen wir das Ganze mit dem Messer eben. Habe ich doch schon nachgesehen, oder? Ja. Hier noch irgendwas? Ach. Ich war schon komplett übersehen, ey. Fast übersehen, das Ganze. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich hier noch nachsuchen sollte. Mhm. Vielen Dank. 3 von 3. Sehr schön. Jetzt haben wir hier nur noch einen auf der Liste stehen. Ja, einen wunderschönen wünschen wir auch. Einmal die Papiere bitte. Vielen lieben Dank. So, Ibran. Ibran. Passnummer. Passt. So, Juni 81. Juni 81. Das sieht alles ganz gut aus. Auch hier der Kollege hat wieder
als Einreisegrund Asyl. Dafür erstmal einen Daumen hoch. So. FPI 8235TO. A235TO. FPI, warte mal. Hallo? Was ist denn da los? So, erstmal da. Schaut mal da, Leute. Und da. Und was weiß ich nicht überall. Ja, mein Lieber, heute ist dein Glückstag. Komm. Ich hab da gar keinen Nerv für, ganz ehrlich. Der hätte mir wahrscheinlich jetzt wieder irgendwas angeboten, damit wir ihn durchgehen lassen. Aber sowas machen wir nicht, Leute. Sowas machen wir nicht. Ja? So. Jetzt haben wir erstmal wieder genügend Zeit, um uns die Karre entsprechend anzuschauen. So. Munition. Oder Waffen. Nimmt's, wie ihr es wollt. Yes. Dreimal. Jetzt ist schon wieder die Tasche voll. So, was können wir vielleicht noch ablegen? Komm, wir legen das nochmal hier ab. Mal ein bisschen mehr Platz hier. Das kann auch weg. So. Alter, geht die wilde Fahrt. Jetzt habe ich doch gerade eben hier, da. So, das nehmen wir auch nochmal mit, ne? Ah, da liegt auch noch was. Siehst du aber auch, wenn der jetzt da oben ist, dann siehst du das so nicht, ne? So, hallo? Ach, jetzt. Danke. Ah, sind auch nochmal Waffen. Hier, ach Leute, guck mal eine an. Was ist hier mit der Stoßstange? So, hier hinten ist schon keine mehr dran. So, ich denke... Das müsste es gewesen sein, oder? Kaum spreche ich es aus. Zack, bumm. Liegt da noch etwas. So, jetzt glaube ich aber, dass wir jetzt hier durch sind, oder? Bitte einmal Prüfbereich leeren. 200, ja, 7 von 7. Das war jetzt die 92. Prüfung schon. 92? Weiß nicht, kommt mir vor wie die 10. Aber... So, hier ist jetzt erstmal alles leer. Ja, das heißt, von dem Kollegen geht jetzt erstmal weniger Gefahr aus. Aber auch da, ne? Ich will mich da jetzt irgendwie nicht festlegen, ne? Also... So, ja, auch hier schon wieder die Thematik, ne? Einreisegrundbesuch. Mein Lieber, leider ist hier nichts mit Besuchen, daher kannst du dich schon mal darauf einstellen, dass du gleich wieder drehen kannst. Ja? So, CII 6073 RG. So, Barilla 4x4, das ist, glaube ich, kommt hin. Müssen wir jetzt nicht nochmal checken. Was wir aber checken, ist natürlich das Gewicht. Ja, kommt hin. Ja. Was sagt das Foto? Ah. Ja. Sieht auch ganz gut aus. So, Al-Barak. Jetzt checken wir nochmal kurz hier die Unterlagen. Auch hier, der Stempel sieht gut aus. Was haben wir hier? August 81, Juli 81, passt auch alles.
Frachtbrief hat er nicht. Typ, Pass, Kennzeichen, Gewicht, Stempel. Aha. Das stimmt nicht. Das ist natürlich auch der Grund, warum er dann gleich hier nicht rein kann und darf. So. Kurz nochmal checken. Scheiben sehen auch alle gut aus. Auch hier die Beleuchtung passt. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, was wir jetzt noch prüfen sollen, daher jetzt kurz nochmal schauen, das haben wir drin. Hm. Du machst einen Fehler, ja. Du hast aber auch einen Fehler gemacht, offensichtlich, mein Lieber. Ja? Daher beschwer dich nicht bei mir. Ja? Noch einmal freundlich winken. Ja? Viel Erfolg beim nächsten Mal. Perfekte Inspektion. Das ist doch ein Träumchen. So, jetzt würde ich aber noch mal eben kurz checken. Haben wir jetzt eigentlich komplett alles schon abgedatet? Ich glaube ja, ne? So, die Kollegen sind alle entsprechend ausgerüstet. Ach hier, das können wir noch upgraden. So, hier. Errungenschaft freigeschaltet. Perfekter Posten. Ich glaube, das ist ja jetzt dann auch die Bestätigung, dass wir hier alle Upgrades uns zugelegt haben. Schön. Auch hier, ne, glaube ich, dass wir nicht mehr allzu viel von dem Spiel haben werden, leider Gottes. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Wir bestellen jetzt. Wir bestellen jetzt erstmal. Hier, Polizeitransport. So. In der Werkstatt geparkt. Da vorne steht er nämlich. So. Kostet jetzt halt irgendwie 500 oder was waren das jetzt? Aber ganz ehrlich, den Stress tun wir uns nicht an, dass wir die jetzt da noch hinkarren. Hm? So, übergib. Achso, ich kann auch die Schmuggelware dem geben. Okay. Kann ich den jetzt auch noch Gefangene geben? Yes. Ach stimmt, der andere ist ja für Waffenlieferungen, ne, und sowas. So. Mach mal zu hier, ne? Du regelst das jetzt, ne? Also, wenn du die Leute verlierst, ist nicht meine Schuld, ne? Ich wollte es nur mal kurz festgehalten haben, das Ganze. Ja. So. Denke mal, jetzt ist wieder ein guter Zeitpunkt, sich hinzulegen. Weil ich das Gefühl habe, dass gleich irgendwie wieder irgendwer angreift oder so. Scheinbar nicht. Also noch nicht. Okay. Es gab also einen Anschlag. Das können wir ja vielleicht einmal kurz hier in der Zeitung, wird es ja wohl stehen. Attentat im Parlament. Gestern in den späten Abendstunden gab es einen abscheulichen Angriff auf das Leben der Abgeordneten unseres Landes. Bei der Explosion einer Sprengladung im Parlamentssaal kamen 4 Parteimitglieder ums Leben und 16 wurden verletzt. Die Geheimdienste haben die Identität der Angreifer festgestellt und es ist nun offiziell bekannt, dass sie mit der Terrorgruppe Blutige Faust in Verbindung stehen. Feuer zerstört den Sitz der Regierung. Kapitulation von Al-Barak. Ja, auch das Thema, ne, ihr seht das ja, das geht ganz schnell. Ja. Das fängt ganz schnell an und hört auch entsprechend schnell wieder auf. Ja. Um weiteres Blutvergießen zu vermeiden, unterzeichneten die Führer der verfeindeten Staaten ein Abkommen, wonach Kirgisistan einige der umstrittenen Gebiete von Al-Barak übernehmen werde. Gut. So. Neue Einreisebestimmungen. Wir checken das mal eben. Genossen, unsere Dienste berichten von weiteren geplanten Angriffen und wir kennen bereits das Profil der zukünftigen Täter. Staatsangehörige aus Kirgisistan, die jünger als 30 Jahre sind, dürfen nicht einreisen. Ja. So schnell geht das jetzt inzwischen hier. Ja. Gut. Also,
Jetzt hatten wir eben schon die Info bekommen, dass wir uns ja vielleicht ein bisschen drauf einstellen müssen, dass wir da vermehrt irgendwie auf Leute treffen, die vielleicht jetzt mit uns nicht Kaffee trinken wollen, sondern halt, ne, etwas zügiger mal zur Waffe greifen. Ja? Jetzt will ich einfach mal hoffen, dass wir hier auch entsprechend genügend Munition für den Notfall dann haben. So, packen auf jeden Fall erstmal alles. Ne, das wollte ich nicht. Packen soweit erstmal alles ein, was geht. Und dann, ja, würde ich sagen, machen wir erstmal ganz gewohnt weiter. Ja, wie gehabt. Und rufen dann das erste Auto mal hier rein. Guten Morgen, Wetter her. Also, falls Sie sich wundern, Ihr Fenster ist kaputt, ne? Ich wollte es nur mal kurz erwähnt haben. Vielen Dank für die Dokumente. Ja, wie gesagt, ne? Ich wiederhole mich da immer. Ja? Wenn du richtige, wenn du ordentliche Papiere hast, kommst du halt auch rein. Ja? Ist das nicht der Fall? Tut es mir leid. So, Nationalität Akaristan. Hier müssen wir schon mal drauf achten. Fahrzeugfarbe rot. Trifft auch zu. Oder? Ach, der ist schwarz. Quatsch, wie komme ich auf rot? Sorry. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Ja. Aber der kommt schon hier aus Akaristan. Und ja. Hat auch einen defekten Reifen. Hier nochmal schön in die Zwischenräume da schauen. Ja. Zwischen wissen wir ja, die machen hier keinen Halt, ne, vor irgendwas. Okay. Das sieht aber erstmal doch soweit ganz gut aus, oder? Also ich erkenne jetzt erstmal da nichts. Also das hier, ne, das passt erstmal. So, Passnummer ist schon mal falsch. Sehr gut. Was sagt denn das Nummernschild? SIL 1817KB. Yes. Dann können wir schon mal direkt vermerken. Eine Scheibe zerbrochen, ein kaputter Reifen. Mindestens, die ich schon gezählt habe. So, was ist mit Beleuchtung? Passt. Sieht gut aus. Ja, mein Lieber. Es tut mir leid, ne? Aber wie alt ist denn der eigentlich? 49. So, September 81, Oktober 81 sieht gut aus. Asam 72 müsste meines Wissens nach auch das richtige Auto sein. Das checke ich jetzt nicht mehr. So, was ist mit dem Foto? Ja. Passt. Stempel, Moment mal gerade eben. Sieht aber irgendwie nicht hier nach Stempel von uns aus, oder? Ja, mein Lieber. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Wacha Dainara. Tori Hanzo. Ist ein bisschen so, ein bisschen japanisch an manchmal, ne? Bist du den Eindruck? Also. Ja, ein platter Reifen. Ich dachte, auf der anderen Seite wäre noch einer gewesen. Dann wären es ja zwei. Aber gut. So. Wenn ich den LKW schon sehe, ne, dann bete und hoffe ich, dass er jetzt nicht durchfährt. Sekunde mal eben. Ah, zwei Scheiben. Ach, komm, ey. Guten Morgen, der werte Herr. Vielen Dank, dass Sie angehalten haben. Denn so eine Verfolgungsjagd mit so einem LKW, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Da habe ich echt keinen Nerv mehr. Aber fürs nächste Mal nehme ich auch nicht mehr den kleinen Wagen, sondern den Bus. Also, ne. So schlau bin ich ja dann auch. So, ZJP 5774 IO oder 0, egal. Passt auf jeden Fall. Aber der kommt ja auch aus Akaristan, der Kollege, ne? Da müssen wir auch nochmal gerade einen kleinen Blick drauf werfen. Hab ich da eben schon da? Das ist auch noch eins. Ja, komm.
Also ich meine, ich habe auf einem der... Da habe ich eins gesehen, genau. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Komm, ich würde sagen, wir packen den erstmal ins Gefängnis. Komm mal lieber aussteigen. Du weißt ja, was jetzt kommt, ne? Und wenn nicht, zeige ich dir das jetzt. Tja. So, die Zelle ist ja... Guten Morgen. Die Zelle ist ja gerade frisch geleert, also er ist ja jetzt auch der Einzige da. Und jetzt können wir uns natürlich wieder voll und ganz darauf fokussieren, die Schmuggelware zu finden. Wo auch immer diese dann versteckt sein mag. Also klar, in den... Ah, schau mal da. Oh. Yes. Mit uns macht ihr das nicht hier. Aber auch hier, ne? Immer wieder in diese Spalten da gucken. Ah, schaut mal da, Leute. So, hier vielleicht noch irgendwo etwas. Mach mal Licht an. Okay. Gut. Ich denke mal, da wird ja nichts sein. Hier haben wir auch schon nachgesehen. Alles klar, wir machen hinten weiter. Denn hier ist auf jeden Fall etwas drin. Dann habe ich hier irgendwo noch was gesehen hier. Ja. Das sieht gut aus. So. Ich, ohne Witz, ne? Ich will ja immer noch hoffen, dass ich irgendwann mal was in den Backofen finde. Ja, also abgesehen von der alten Pizza, sage ich ja, ne? Oder so eine alte, vergammelte Lasagne. Mmh, Schmackofatz, aber dafür in dem Kühlschrank. Yes. Nice. Eigentlich warte ich ja immer noch darauf, dass da irgendwas in so einer Toilette oder so drin liegt. Abgesehen, was da von was halt eben sonst eben in einer Toilette drin ist. Ihr versteht sicherlich, worauf ich hinaus möchte. Aber ich glaube, das passt erstmal alles hier, oder? Ja, komm. Es wird früh dunkel. Ja. Wobei nach der aktuellen Zeitumstellung, ja, übrigens der kleine Hinweis an dieser Stelle, ne, dass die Zeit umgestellt wurde, ne? Ah, zwei Stück habe ich vergessen. Ah, nein. Ah. Okay. Ja, wie gesagt, nochmal der freundliche Hinweis, ne? Zeitumstellung, falls sich irgendwer irgendwie fragen sollte, ne? Warum euer Handy irgendwie plötzlich eine andere Zeit anzeigt. Auch das hier gehört alles zum Service hier, ne? Auf dem Kanal, das kennt ihr natürlich. Ja. So. Was haben wir denn da? Alter des Fahrers 51. In der Spiegel. Oh, er hält schon den Arm raus. Ja, ja, sorry. Oh, der Arm abfällt, ne? Mein Lieber. Ja, ist... Was soll ich jetzt da noch sagen? 17. Mai, ja. Ist noch gerade gültig. August sieht auch gut aus. Was haben wir hier? 42. So, dann machen wir erstmal hier weiter. So. Passt alles. So, Savet. Ist das der Savet? Der Savet-Kombi ist das dann, ne? Nummernschild. ECA2962II. ECA2962II. 1520. Oh, mein Lieber. Das ist etwas zu viel, ne? Auto passt eigentlich ja auch, ne? Kennzeichen haben wir, Stempel waren auch alle gut. Und? Moment mal, nee, du bist nicht so jung, ne? Ja, 42 habe ich eben, glaube ich, schon mal gecheckt, aber... 51. Hm.
Muss ich jetzt, ja, wobei, vielleicht können wir es mal eben so abzählen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal Gepäck, ist das richtig? Ist ja auch schon Quatsch, oder? Ich habe jetzt hier 5 mal 3 Taschen hier, ein Koffer da, ein Koffer auf der anderen Seite. Das sind 5. Komm. Frachtbrief. Falsch. So, Auto macht sonst einen... Ja, doch recht soliden Eindruck, oder? Ah, sieht auch gut aus. Scheiben sind alle intakt. Reifen, Spiegel sind dran. Oh. Aber dennoch, mein Lieber. Wird das nichts, ne? Oh nein, nicht kaputt. Ja. Mach mal Kofferraum zu, ne, mein Lieber. Gute Fahrt wünschen wir weiterhin. Ja, perfekte Inspektion, sehr schön. Scholek. Ja, Scholek, du auch, ja. Atric, akrovrotaj. Ich brauche das zurück, ja. So, Kamal Nurmela, Kamal Nurmela, Kamal Nurmela. 3336 Y1BV, so, August 81, passt auch. Ober. So, Varilla 4x4. Ja, das ist der, hier, Cabrio. Ja. Cabriolet. Ja, aber auch hier zu viel geladen. Wo ist es? Ja, Fahrzeuggewicht. Ja. Ich finde hier vielleicht noch in den Toiletten irgendwas drin, hast, mein Freund. Ja. Ja, sie sind sauber. So, aber hier, ne? Da auch. Tja, mein Freund. Kamal. Wärst du so gut. Und würdest einmal aussteigen. So, Tür zu. Barasto, Sipka. Also inzwischen ist auch gefühlt jeder hier, der irgendwas schmuggeln möchte, ne? Also... Habe ich bislang auch noch nie was gehabt, oder? Ja, egal. Wir machen jetzt erstmal hier weiter. Die guten Waffen. Hier habe ich ja jetzt. Also, ich check das nochmal gerade eben gegen. Aber hier ist tatsächlich nichts drin. Hinter der sonst noch irgendwo hier im Fußraum? Gut, ich erkenne jetzt gerade zumindest nichts, daher. Ich glaube, das Ganze können wir jetzt auch dann mal langsam abschließen hier. Alles klar. So, werter Kollege. Hm? Genau, du bist gemeint. Ja. 2 von 2 gefunden. So. Da ist... Ja, das letzte Auto wahrscheinlich für heute, ne? Was haben wir denn eigentlich noch hier? RYY. Rot ist auch nicht. Nachtbrief und fehlender Spiegel. Ja, servus. Bitte einmal die Papiere.
Ey, was mache ich denn hier? So, Miros Schlaf. September 81, Oktober 81. Okay, das sieht gut aus. Mikros 26D ist auch das richtige Auto. Passt auch. So. Okay, Auto macht erstmal einen guten Eindruck. So, das Foto sieht eigentlich auch ganz gut aus. Jetzt nochmal eben kurz die Papiere hier mal checken. Stempel müsste auch passen. Jo. Für mich sieht das erstmal ganz gut aus, würde ich sagen. Was sagt das Auto? Spiegel sind dran, Scheinwerfer vorne sehen gut aus, Reifen sind gut. Stoßstangen sind dran, auch hinten alles fresh. Wie alt bist du denn jetzt noch? Ich muss ganz kurz mal checken. 25. Ah, schlecht. Schlecht. Ihr seht's ja hier, ne? Staatsangehörige aus Akaristan, die jünger als 30 sind, dürfen nicht einreisen. Tja. Jaroslav. Auch hier, es tut mir leid. Aber das ist das einzige Kreuz, das ich hier mache. Und damit kommst du halt auch nicht rein, ne? Tja. Ja. Hat alles gepasst. Das sieht doch ganz gut aus. So. Also, wir haben auf jeden Fall noch mindestens 4 Schmuggler, ja, ihr kennt das ja, die wir hier noch in Empfang nehmen dürfen. Das machen wir auch, aber nicht mehr in diesem Video, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, ja. Denn ich möchte natürlich gerne nochmal die Gelegenheit nutzen, eine kleine Pause einzulegen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir vielleicht auch dann im nächsten Video vielleicht auch zu einem Ende kommen werden von dem Spiel, weil wir haben jetzt alle Upgrades, ja. Das Thema mit dem Boss von der Oberankow-Bande, da weiß ich jetzt noch nicht, kommt da noch irgendwas? Ist das vielleicht nochmal so der finale Abschluss, der dann irgendwie kommt? Ja, wir haben jetzt eh gerade die Thematik hier, ne, mit den terroristischen Angriffen, da bin ich sowieso mal gespannt, was hier noch genau passiert. Ja, also ich gehe mal von mindestens noch einem Angriff aus, den wir hier noch erleben werden. Und wie gesagt, das schauen wir uns mal im nächsten Video an. Wie gesagt, es kann halt sein, dass es dann auch schon zu einem Ende kommt, was ich sehr schade finde, weil das Spiel natürlich sehr unterhaltsam ist und auch übelst Bock macht. Aber ja, ihr kennt das ja, ne? Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ja? Damit möchte ich mich mit diesen Worten auch quasi von euch verabschieden. Ja, wenn es euch unterhalten haben sollte, ihr kennt das ja, ne? Gerne ein Like und ein Abo da lassen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das war es jetzt erstmal soweit von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen, habt noch eine gute Zeit, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.